Wir möchten euch in diesem Video einmal die neuen Jigging Master Rollen vorstellen. Der Janni und ich sind gerade hier in Norwegen und haben die Rollen auch mit zum Testen. Und heute ist schlecht Wetter, deswegen sitzen wir hier am Tisch. Das Technische, das macht der Janni ja immer. Und ja, ich gebe einfach mal den Ball an dich weiter. Erzähl mal ein bisschen was. Also wir haben die ja in zwei verschiedenen Größenvarianten, Janni, ne? In drei. In drei, genau. Okay. Wir haben die 3000er, wir haben die 5000er, also drei, fünf, dann haben wir eine 8000er. Nein. Also das sind schon beide die beiden Größen, die wir jetzt hier in Norwegen gut gebrauchen können. Die kleinere natürlich auch zum Hechtfischen bei uns zu Hause. Eignet sich dafür hervorragend. Und die hier natürlich dann wirklich für Norwegen oder fürs Warmwasserfischen. Ja. Da geht es dann los. Ostsee ja auch, ne? Also ja, selbstverständlich. Dann ist die Ostsee perfekt, ne? Ja. Wird ja auch schon ganz gut angenommen bei uns. Ja. Ja, wie sieht das aus mit den technischen Daten? Kannst du da vielleicht mal ein bisschen was zu erzählen? Ja, wir haben bei den beiden größeren, bei der 5000er und der 8000er, da haben wir ein Double-Drag-System. Also wir haben quasi oben und unten Bremsscheiben. Also hier zu sehen, haben wir Bremsscheiben und hier. Also das heißt, es ist ein Bremsset von 3 plus 2. Also 3 Kohlefaserscheiben mit den Washern und das halt zweimal. Also okay. Insgesamt 6 Kohlefaserbremsscheiben. Bei der kleinen haben wir ein Set. Also wie auch bei allen neuen gewohnt. Hier nur oben die Bremse. Okay. Was heißt das jetzt in Zahlen, jetzt von der Bremsleistung selbst? Wie sind die angegeben, die Rollen? Bei der kleinen ist es effektiv 12 Kilo angegeben und bei der großen, also bei der mittleren, effektiv mit 15 Kilo. Ah, okay. Alles klar. Und wie sieht das mit dem Getriebe aus? Kannst du da vielleicht mal ein bisschen, um mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, mal ein bisschen erzählen, wie so ein Getriebe aufgebaut ist, beziehungsweise aus was für Material auch das Getriebe besteht? Das Getriebe hier besteht aus Aluminium, also aus einer Aluminiumlegierung. Und wir haben bei der 3000er zwei verschiedene Getriebe, Getriebeübersetzungen. Da haben wir einmal 1 zu 5,2 und einmal 1 zu 6,2 bei der kleinen. Okay, also bieten wir die in zwei Varianten. In zwei Varianten. Mit zwei Übersetzungen. Genau. Ja, okay. Und dann haben wir natürlich auch verschiedene Farben. Ne? Die gibt es in Schwarz-Silber, in Gold-Silber und in Blau-Silber. Ja. Blau-Silber. Ja. Vom Gewicht her, das wäre ja eigentlich auch nochmal interessant. Die wiegt, jetzt hier angegeben, 230 Gramm und okay. Der Kurbelarm nochmal 30. 260 Gramm. Das ist ja echt in Ordnung. Das ist alles Aluminium, alles gefräst. Das ist gar nicht in irgendeinem Druckgussverfahren oder so hergestellt, sondern der ganze Rollenkörper ist CNC gefräst. Mhm. Und danach eloxiert. Also auch wirklich was sehr, sehr Langlebiges. Ja. Cool, sehr schön. Ja, wir haben ja heute Wind, aber ich glaube, morgen, übermorgen sieht es schon besser aus und dann wollen wir die Rollen auch noch mal ein Stück weit quälen. Ja. Ne? Welche? Wollen wir die kleine machen? Wollen wir mal herausfordern? Die kleine, ja. Ja. Ist auch ein sehr schönes Gebiet hier. Große Seelachse, Pollachs oder Dorsche. Und da kann sie dann auch mal zeigen, was in der steckt. Dann machen wir das mal. Jo. Dann sehen wir uns auf dem Wasser. Nach der Theorie kommt ja nun die Praxis. Und ich glaube, wir sind heute Morgen rausgefahren und haben hier neben so einem Berg so einen Schwarm Seelachse. Da waren schon ein paar gute Fische bei. Keine Riesen, aber. Ja, ich würde sagen, genau die richtigen Größen für die 3000er. 26 Meter Tiefe, Flexi-Shed drauf gemacht mit Glitscher. Und dann machen wir mal zu dir. Und wäre jetzt auch genau das Richtige für diese schönen Ostseeseelachse. Könnt ihr mal sehen. Der Twitcher und Gummifisch voll inhaliert. Also, das kann sie und dafür ist die Rolle auch gemacht. Super. Viel Spaß. Komm auf den Müll, du Achter.
So, neuer Platz, 46 Meter Wasser. Ziemlich ruhig, deswegen kann man relativ leicht fischen. Der ist ein bisschen größer. Oh, alles. Hat er belegt. Sind wir weg, oder? Lieber. Ja, war der Köder. Und das war der Fisch. Werden langsam größer hier. Unser CC in unserem Headquarter.